Ja, meine lieben Studierenden des Seminars Kognitive Grammatik, wir haben heute zwei sehr schöne Themen vor uns, nämlich sogenannt die Embedded Syntax und den Spracherwerb. Weshalb ich mich damit hier im Seminar beschäftige, hat ganz einfache Gründe, denn Ihre Schwerpunktwahl fiel unter anderem auf diese beiden Themen. Embedded Syntax spielt, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt nicht mehr so die entscheidende Rolle, deswegen würde ich das ein wenig zurückstellen. Und mehr oder weniger als Voraussetzung des Spracherwerbs mit hier behandeln wollen. Das Ganze wird dementsprechend etwas kürzer sein, dieser Themenblock. Und mein Hauptaugenmerk werde ich auf den Spracherwerb richten. Und ich habe ein paar eigene Beispiele mitgebracht von unserer Tochter, die mittlerweile 10 Jahre alt ist. Und an den Beispielen kann man sehr, sehr gut erkennen, wie Spracherwerbsphasen sich vollziehen. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gern, wie gesagt, einsteigen mit dem Thema Embodied Syntax und dann mich zum Spracherwerb vorarbeiten. Der Input wird heute etwas länger sein, da das Thema ein bisschen komplexer ist, aber nichtsdestotrotz werden wir noch Zeit haben, im Seminar ausreichend zu diskutieren und darauf freue ich mich schon sehr. Ganz kurz, Ausgangspunkte für ein Konzept wie das Syntax, also sprachliche Strukturen auf körperliche Erfahrungen beruhen und bezieht sich nicht nur darauf, dass wir neuronale Strukturen haben, die für die Prozessierung von Sprachwissen verantwortlich sind, sondern auch darauf, dass wir einen Körper haben, von dem aus gesprochen wird. Eines der ersten oder sagen wir so der einflussreichsten Modelle in diesem Kontext ist mit Sicherheit das Origo-Modell von Karl Bühler, neben dem Organon-Modell, das gern in den Einführungsveranstaltungen behandelt wird. Er beleuchtet das Origo-Modell die Frage, welche Rolle Sie als Sprecherin spielen mit Ihrem Körper und Sie, dieser Körper, dieser Sprechpunkt, von dem aus Sie Welt in den Blick nehmen und sprachlich darauf Bezug nehmen, ist Ihr eigener Körper und Ihre eigene Stimme, mit der Sie auf bestimmte Dinge weisen. Und dieser Mittelpunkt, das Ich hier und jetzt kann, durch Zeigegesten, da, dies, dort, das hatten wir beim letzten Mal, aber auch natürlich durch sprachliche Referenzen auf andere Punkte verweisen, zum Beispiel durch Demonstrativpronomina, der, die und das, mit denen Sie auf andere Dinge hinweisen, gleichzeitig aber auch natürlich auf andere Personen mit du und er oder auf spatiale Bezüge wie links und rechts, die sich immer idealerweise auf ihre Sprecherpositionen beziehen und wenn Sie etwas anderes meinen, müssen Sie es explizieren. Im Sinne rechts von Ihnen sehen Sie. Und genauso zeitliche Bezüge, nämlich etwas findet später statt, also von meinem jetzigen Zeitpunkt aus später in Zukunft. Oder es hat früher stattgefunden und so können Sie sich mit einem komplexen Satz wie diesem: Am Freitagmorgen bist du in der Konditorei auf einen Kaffee eingeladen worden, sprachlich so positionieren, dass klar ist, von Ihrem jetzigen Sprechzeitpunkt aus liegt das Ereignis, liegt als Metapher, ja, liegt in der Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit, die Sie genau beziffern mit am Freitagmorgen, haben Sie auch die Möglichkeit, mit den grammatischen Kategorien des Verbs, wenn man denn davon ausgehen will, haben wir hier eine abgeschlossene Vergangenheit, die hier realisiert wird, du bist eingeladen worden. Und auch damit verweisen Sie auf eine Vorvergangenheit, in diesem Fall von Ihrem aktuellen Sprechzeitpunkt aus und haben auch einen lokalen Bezug mit in der Konditorei. Und das alles können Sie schon mit dem Origo-Modell von Karl Bühler erklären. Weiter wichtiger Punkt ist, wenn Sie auf Dinge verweisen und Wirklichkeits- und Wahrnehmungsausschnitte, also nicht Wirklichkeitsausschnitte, sondern Wahrnehmungsausschnitte der Wirklichkeit versprachlichen, zeigen Sie immer auf bestimmte Aspekte Ihrer Wahrnehmungsgegenstände und andere blenden Sie hingegen aus. Das ist ein ähnliches Phänomen wie bei der Metaphorisierung, nur dass Sie hier noch auf ganz andere Möglichkeiten der Strukturierung hinweisen können. Am Beispiel, am Freitagmorgen bist du auf einen Kaffee eingeladen worden. Es wird nicht gesagt, von wem.
Und es wird nicht gesagt, welche Konditorei, und es wird auch nicht darüber gesprochen, was möglicherweise noch an diesem Freitagmorgen geschehen ist, um hier nur drei Beispiele zu nennen. Also das heißt, Sie blicken immer von Ihrem Sprechpunkt auf einen Horizont, auf einen Fluchtpunkt, und dadurch entsteht eine spezifische Perspektive, und in dieser Perspektive stellen sich bestimmte Wahrnehmungsgegenstände in besonderer Art und Weise dar. Wilhelm Köller sprach in diesem Fall davon, dass Sie einen Aspekt Ihres Wahrnehmungsgegenstandes sehen, den Sie dann versprachlichen, also sehen hier schon wieder als Metapher, sehen im Sinne von begreifen. Der Begriff selbst der Perspektive wird gern etwas schwammig eingesetzt. Also wir können eine Perspektive lenken auf, Perspektive auf. Das sind schon Begriffsverwendungen, die eigentlich von dem ursprünglichen Konzept abweichen. Wenn können überhaupt nur, können Sie von Ihrem Blick- oder Sehepunkt aus einen Fluchtpunkt auf einen wie auch immer gearteten Horizont werfen. Und diese Achse von Ihrem Blickpunkt, Sehepunkt aus auf einen Fluchtpunkt auf einem Horizont etabliert eine Perspektive, die Sie dann darstellen können. Und das Entscheidende ist die Frage, wo stehen Sie selbst als Sprecherin und auf welchen Fluchtpunkt an einem wie auch immer gearteten Horizont schauen Sie? Dieser Fluchtpunkt kann zum Beispiel sein, dass Sie eine spezifische Ideologie, einer bestimmten Ideenlehre folgen und von Ihrem Sichtpunkt auf eine spezifische Ideologie, eine bestimmte Ideenlehre, stellt sich ein wahrgenommener Gegenstand oder ein Ausschnitt eines wahrgenommenen Gegenstands der Wirklichkeit in einer spezifischen Perspektive dar. Und wenn man das dementsprechend differenziert, dann wird auch klarer, wohin eine kognitive Linguistik steuern kann, nämlich dass sie sich fragt, wie haben wir spezifische Aspekte in einem bestimmten Kontext, die wir auf welche Art und Weise fokussieren, und wie entsteht aus diesem Fokus ein Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt, den wir dann in einer bestimmten Art und Weise versprachlichen. Gut, kommen wir zu dem Thema Embodied Syntax. Embodied Syntax hat sehr viel damit zu tun, dass wir auf andere Dinge weisen können. Und diese Verweise, wie gerade schon deutlich geworden ist, können wir sprachlich realisieren, aber auch körperlich. Und die Idee der Embodied Syntax ist, dass diese körperlichen Gesten, die wir vollziehen, um auf andere Dinge zu weisen, auch sich sprachlich niederschlagen und somit körperliche und sprachliche Zeigegeste miteinander verbunden sind. Das ist das prototypische Beispiel dafür, und das zeige ich Ihnen gerne an diesem Beispiel. Embodied Syntax, Death in X, ausgearbeitet von Lakoff 1987 in der schon zitierten Monographie Women, Fire and Dangerous Things. Und genau diese Effekte haben wir natürlich auch im Deutschen. Da ist ein X, guck mal ein X, hör mal ein X, sieh mal ein X und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Zeigegeste, mit der wir auf etwas weisen, und mit dieser Zeigegeste haben wir eine adäquate sprachliche Struktur, die sich syntaktisch verfestigt und dann genutzt werden kann. Und es ist auch eine der ersten komplexen syntaktischen Muster, die Kinder in der Lage sind zu realisieren. Darauf würde ich jetzt ganz gern abblenden, nämlich auf die Frage oder abstellen auf die Frage des Spracherwerbs. Ich habe Ihnen hier einige relevante Publikationen aus den letzten Jahren aufgeführt zum Spracherwerb, vor allen Dingen verbunden mit dem Namen von Heike Behrens und Holger Dissel, die auch sich im konstruktionsgrammatischen Feld bewegen. Und da in die Richtung gehen wir gerade im Moment. Das heißt, von der kognitiven Grammatik ausgehend auf die Konstruktionsgrammatik. Denn wie Sie gesehen haben, werden die sprachlichen Phänomene relativ komplex, und wir behandeln das Ganze nicht mehr grundsätzlich im Sinne von Raum-Zeit-Konstellation und Konzeptualisierung, sondern in Bezug auf den Erwerb spezifischer Konstruktion. Weiterhin wirklich eine Empfehlung sind die Arbeiten von Michael Tomasello. Das hatte ich Ihnen im Seminar schon selbst gesagt. Alles, was zu dem Thema Spracherwerb, Erwerb kognitiver Denkstrukturen von Michael Tomasello publiziert worden ist, kann man in diesem Kontext uneingeschränkt empfehlen. Das Ganze ist mal genereller, mal spezifischer auf bestimmte Phänomene abgestellt, aber
Fangen Sie nur erst mal an zu lesen, es schadet nicht. Also, wie funktioniert die konstruktionsgrammatische Spracherwerbsforschung und welche Ziele und Fragen stellt sie sich? Zunächst erst einmal, welchen Eigengesetzlichkeiten folgt der Aufbau kindlichen Sprachwissens und wie emergiert Sprachwissen aus dem Sprachgebrauch? Das heißt, welche Strukturen emergieren durch den Gebrauch spezifischer Muster? Und das Ganze sollte Sie an die Prämissen der kognitiven Grammatik schon erinnern, denn es geht hier ganz, ganz wesentlich um die Prinzipien des Embodiments und des Entrenchments. Und mit Blick auf die Kategorisierung, Sie erinnern sich, Eleanor Roche war da das entsprechende Thema. Wenn wir kindlichen Spracherwerb betrachten, dann handelt es sich darum, dass wir davon ausgehen sollten, dass sich in konkreten Interaktionssituationen die notwendigerweise intersubjektiv geteilte Intentionalität einstellt, mit dem Blick auf einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus. Und dafür hatte ich Ihnen den entsprechenden Ansatz schon genannt, hier in der komplexen Darstellung der sogenannten Coordinated Group Cognition. Das heißt, dass sich A und B darüber einig sind, was sie voneinander wissen, wenn sie einen Gegenstand C fokussieren und sich gleichzeitig auch darüber im Klaren sind, welches Sozium sie gerade etablieren und ob es Konventionen und Normen gibt, an denen man sich in diesem Sozium orientiert. Das Ganze kann bewusst oder unbewusst sein, steuert aber das sogenannte Construal, also das heißt die Auswahl von bestimmten sprachlichen Entitäten zur Realisierung oder zur Perspektivierung von Wahrnehmungsgegenstandsausschnitten. Kommen wir mal zu den Phasen des Spracherwerbs, wie er sich konstruktionsgrammatisch darstellt. Zunächst erstmal haben wir ein Phänomen, das sich nennt Intention Reading. Das heißt, aus der Idee dessen, dass wir anderen Menschen unterstellen, dass sie intentional handeln, gehen Kinder davon aus, dass sie als Erwachsene sprachliche Einheiten produzieren, mit denen sie einen kommunikativen Zweck verfolgen. Und in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres beginnen Kinder die Intention anderer zu erfassen, das heißt zu erkennen, dass andere Personen absichtsvoll handeln. Und zum Zweiten geht es nicht nur um diese Erfassung der Intention, sondern das Kind kann Handlungen und Ausdrucksformen des Gegenübers mit den erschlossenen Intentionen in Bezug setzen. Beispiele dafür wären Begrüßungen, Hallo. Wir können auch noch ein Stück weitergehen, dass Sie Fragen identifizieren können. Und schlussendlich können Sie auch erste Gesprächsmuster, also das heißt die Abfolge von intentionalen Sprachhandlungen identifizieren und segmentieren und erkennen und sind in dem Zusammenhang zunächst nicht stille Beobachter, aber natürlich sehr aufmerksame Beobachter, um die Intention des Gegenübers zu erfassen. Das erste Lebensjahr von Kindern ist, was das Sprechen angeht, ein relativ stummes. Es beginnt mehr oder weniger aus dieser Erschließung von Bedeutung aus dem Gebrauch anderer und setzt dann mehr oder weniger ein mit dem Pattern Finding, nämlich dass Kinder spezifische Muster erkennen, die aus konkreten Abstraktionssituationen abgeleitet werden. Also aus gibst du mir mal die Butter, erkennen sie eine feste Struktur, dass Butter zum Beispiel in diesem Slot ersetzbar ist durch andere Nomina und dann ein selbes Handlungsmuster oder ein Abfolgemuster in Gang gesetzt wird, das durch körperliche Handlungen begleitet wird. Auch das Geben ist genau ein solcher Fall von Embodied Syntax mit Bitte und Danke, in dem man sich nach und nach einübt und das sogenannte Bitte-Danke-Spiel ist bei Kindern sehr, sehr, sehr beliebt ab einem bestimmten Alter. Und aus diesen kommunikativen Mustern, zu deren Erkennung Kinder fähig sind, die in bestimmten Gebrauchssituationen verwendet werden,
leiten Kinder grammatische Muster ab, die sie dann selbst reproduzieren. Und diese einzelnen Schritte gehen wir jetzt mal durch, nämlich dass diese grammatischen Strukturen aus dem Gebrauch emergieren und ihnen liegt eine eigenständige Kategorisierungsleistung zugrunde und das würde ich Ihnen ganz gern an einzelnen Beispielen jetzt illustrieren. Also, was man aber von diesem Punkt aus sagen kann, ist, dass Kinder in der Auffassung kognitiver Linguistik nicht über eine angeborene Grammatik verfügen. Also das wäre der Gegensatz zu den Ansätzen der generativen Grammatik. Der kindliche Spracherwerb folgt Eigenregeln und ist nicht adäquat über Defizitmodelle zu beschreiben. Also dass man sowas sagt wie, ja, die Kinder sprechen noch nicht richtig, die müssen es noch lernen. Nein, die Regeln selbst, nach denen sich kindlicher Spracherwerb vollzieht, hat eigenständige Regeln und Eigengesetzlichkeiten, die sich nicht über so ein Defizitmodell beschreiben lassen. Die Grammatik oder das grammatische Wissen von Kindern oder das Sprachwissen von Kindern bildet sich produktiv aus sogenannten Verb-Insel-Konstruktionen heraus. Das heißt, dass man bestimmte Tätigkeiten vollzieht, wie zum Beispiel ein prototypisches ist dafür Schlagen. Also wenn wir wissen, Peter schlägt Paul, dann können Kinder daraus abstrahieren, zu sagen, es gibt ein Verb, ja, schlagen, und um dieses Verb herum gibt es jemanden, der schlägt, also der Schlagende, und daraus resultiert so etwas wie, dass es jemanden geben muss, der geschlagen wird, das ist der Geschlagene. Und dann hätten Sie so eine Verb-Insel-Konstruktion, die sich mit den semantischen Abstraktionen und Bedeutungen zu diesen semantischen Rollen, die sich da fügen, um das Verb herum gruppieren. Und später werden erlernen Kinder so etwas wie ein Konzept von Agentivität, nämlich dass nicht nur Paul jemand ist, der schlägt, sondern es ist auch Paul, der schreibt. Und in dem Kontext ist er genauso aktiv wie in anderen Fällen. Und dann entwickeln Kinder auch ein Konzept in der nächsten Abstraktionsstufe von Agentivität. Ja, kommen wir in diesem Kontext zu den Holophrasen. Kinder mit im Alter von einem Jahr und 4 Monaten ungefähr beginnen, sprachlich zusammenhängende Symbole zu realisieren und absichtsvoll mit einem Wort, einer Holophrase, auf ein komplexes Szenarium zu verweisen. Und ich würde Ihnen jetzt gerne zwei Dinge hintereinander zeigen, nämlich einmal eine Sprachaufnahme unserer Tochter Henrike im Alter von einem Jahr und 3 Monaten. Da sehen Sie noch einen ganz einfachen deiktischen Bezug, nämlich den deiktischen Bezug über eine Zeigegeste. Und es kommt schon anderes Sprachmaterial mit dazu, das auf Holophrasen deuten könnte. Man versteht es aber noch nicht. Also es könnte gemeint sein, dass er eine Puppe anspricht oder nicht. Und das zweite Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, das ist im Alter von einem Jahr und 6 Monaten aufgenommen. Und da schauen wir zusammen ein Bilderbuch an. Und da erkennen Sie sofort diese Holophrasen. Das zeige ich Ihnen jetzt direkt hintereinander. Leg dich hin. Da. Leg dich hin. Da. Genau, also das war das erste Beispiel, in dem man vor allen Dingen die Deiktika gut erkennt. Da versucht sie, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus mit mir zu etablieren, aber ich habe anderes im Sinn. Und Sie sehen, manchmal klappt das mit dem Einschlafen nicht ganz so gut. Und jetzt das zweite Beispiel, nur wenige Monate später. Nein. Noch ein Wabe, ne? Auch. Na. Ja? Warum ma? Ja? Mäh. Mäh? Ein Schaf? Ein Warme? Ein Hundschaf? Mama. Ja? Nein. Oh. Ein Hamster? Nein. Doch. Aber das? Das ist ein Hamster. Eine Weintraube. Das? Ein Laufrad. Das? Ein Hamster. Das?
ein Hamster. Das? Was ist das? Zeig's mal hier. Na, das ist das Haus vom Hamster. Hamsterhaus. Ein Hamsterhaus. Und wer ist das? Gagak. Aha. Fisch. Ja. Ein Fisch? Gagak. Ein Gagak ist das, ne? Kein Fisch. Gagak. Ja, wählen Sie dich. Einer. Noch einer, ne? Gagak. Ja. Gagak. Oh, was ist denn das? Oh, Erdbeere. Erdbeere? Ja. Mmh. So, Sie erkennen vielleicht, dass also wir haben gemeinsam ein Bilderbuch angeschaut und abgesehen davon, dass die Dektika natürlich immer noch eine große Rolle spielen, sehen Sie auch schon erste Verknüpfungen, die dann nur wenige Wochen später oder nur wenige Monate später eine Rolle spielen und das und das und das und damit werden Verkettungen angezeigt. Und diese Pivot-Schema, also diese Holo-Phrasen spielen da in dem Kontext eine starke Rolle, gleichwohl zeigen wir auch schon auf Pivot-Schemata, nämlich auf die Verbindung von einzelnen Komponenten zu Zweiworteinheiten, die dann ungefähr ab von 1,6, also einem Jahr und sechs Monaten eine Rolle spielen. Und damit wird absichtsvoll auf ein Szenario verwiesen, nicht mehr mit einer Holophrase, sondern mit zweiteiligen Komponenten. Und wenn Sie so wollen, verweist eine Kombination aus und das schon sehr abstrakt auf eine konkrete Erzählsituation oder eine Kommunikationssituation, nicht auf einen konkreten Gegenstand, aber auf eine Erzählsituation, in der man mehr oder weniger die Aufmerksamkeit auf einen Punkt hält und gemeinsam auf ein Bilderbuch schaut. Das ist schon sehr speziell und lässt sich aber an diesem Beispiel schön illustrieren. Ich habe auch noch ein anderes vorbereitet. Da ist Henrike ein Jahr und neun Monate alt. Wir laufen gemeinsam einen Weg entlang und ich stampfe mit meinen Füßen auf. Das gibt es etwas scharfe Geräusch und darauf reagiert Henrike. Gut, dabei will ich es mal belassen. Also sie ruft, hör auf, laufen. Und das ist eine Kombination, die sehr, sehr auffällig ist und die in dem Kontext als Teil eines Pivot-Schemas zu interpretieren wäre. Gehen wir noch einen Schritt weiter, dann sind wir bei itemgestützten Konstruktionen, die im Alter von 1 Jahr 6 Monaten bis 1 Jahr und 8 Monaten auftreten können. Das sind mehrteilige Wortkombinationen, um einen Beteiligten des Instagrams zu verweisen. Und mit 2 Jahren tauchen dann die ersten Verb-Insel-Konstruktionen auf, die die lexikalische Basis für eine Kategorienbildung darstellen. Schlagender als Agens, das hatte ich schon erwähnt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, in dem hier jetzt alles zusammenkommt, nämlich das Beispiel, ich halte dein Hallo. Da ist Henrike 2 Jahre und 1 Monat alt. Hast du meine Brille? Hier, stell mal das nochmal hin, das Essen. Halt dein Hallo. Nee, das hältst du nicht, bitte. Das, nee, das liegt da ganz gut, das Hallo. So, ich muss wieder mit den Fingern essen. Nein. Halt dein Hallo. Du musst mein Hallo nicht halten. Also die Situation war insofern etwas kritisch, als ich mit meinem Hallo, also das heißt meinem Smartphone, Teller, war insofern etwas kritisch, als ich mit meinem Smartphone die Aufnahme gemacht habe und ich deswegen nicht wollte, dass sie es in die Hand nimmt. Aber nun war es eben so und sie produziert dabei den Satz, ich halte dein Hallo. Also das ist schon eine itemgestützte Konstruktion, die sie hier einsetzt. Und wir sind hier nur wenige Monate später nach den ersten Deck-Dekade, die sie einsetzt.
daraus werden schlussendlich mit zunehmendem Alter komplexe Konstruktionen, die Kinder erwerben. Und ich zeige Ihnen jetzt hier ein letztes Beispiel mit der Situation, um noch einmal deutlich zu machen, dass diesen eigenen sprachlichen Entwicklungen auch eigene sprachliche Kategorisierungen zugrunde liegen. Hier am Beispiel, das ist nicht zum Witzen im Sinne von, das ist nicht zum Lachen. Warum bist du nicht mehr meine Tochter? Was willst denn du haben? Gar nichts. Geht nicht. Na, das kann ich kann. Auf. Was mache ich? Du magst mir dauernd, du hältst dein Versprechen nicht. Welches Versprechen? Dein Versprechen. Ich habe dir versprochen, dass wir den kleinen Buch lesen. Möchte ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich nicht möchte, weil ich euch schon angeguckt habe und ich möchte nicht. Wollen wir vielleicht Max und Moritz lesen? Nein. Das Kofferspiel spielen? Nein. Zu Ende. Was ist denn zu Ende? Zu Ende mit mir! Ich verstehe nicht, was du meinst. Zu Ende mit mir! Jetzt ist das nichts zu wissen! Jetzt ist nichts zu wissen! Du schaffst dir gleich die Hand ab! Schaff dir was gleich die Hand ab! Und zwar beide! So, also Sie sehen, dem recht impulsiven Wutausbruch geht voran. Das Beispiel, das ist nicht zum Witzen im Sinne von, das ist nicht zum Lachen. Und ich lache nicht über Sie, sondern ich lache tatsächlich über diese besondere Bildung des Witzens. Das bringt Sie noch mehr in Rage. Und das Märchen, was ich eigentlich vorlesen sollte, war das Märchen von der abgehackten Hand. Sie verstehen aber wahrscheinlich, dass ich das nicht wollte. Und das benutzt Sie sofort, um mir Strafen anzudrohen, die Sie bis jetzt aber noch nicht umgesetzt hat. Also Sie sehen, kindlicher Spracherwerb ist ein tolles Thema und birgt viele Überraschungen. Ja, schlussendlich, wenn wir uns das genauer anschauen, dann ist es so, dass für die Kinder in den Kategorisierungsmodellen, die zu ihrem jeweiligen Spracherwerbsstadium angezeigt sind, für sie relativ komplexe sprachliche Muster bilden, die sie immer nach und nach und nach und nach neu anpassen und neu kategorisieren. Und wenn wir über solche Spracherwerbsprozesse nachdenken im Kontext einer kognitiven Grammatik, dann sind möglicherweise Grammatikbeschreibungsmodelle wie ein Valenzbegriff oder auch der generativen Grammatik, der normbasiert funktioniert und defizitorientiert, nicht zwingend adäquat zum kindlichen Spracherwerb. Soll heißen, wir müssen, wenn wir uns aus kognitionslinguistischer und kognitiv-grammatischer Perspektive Spracherwerb genauer anschauen, auf diese Eigenkategorisierungen besonders Rücksicht nehmen und sie zum Gegenstand unserer Sprachbeschreibung machen, also mehr oder weniger unsere Kategorien induktiv aus dem Sprachgebrauch der Kinder ableiten und nicht deduktiv von unseren sprachlichen Kategorisierungsmodellen Spracherwerb von Kindern einschließen. Das kann uns sehr viel stärker helfen, um Spracherwerbsprozesse zu beschreiben, auch im Zweitspracherwerb. Wir haben also so etwas wie den Erstspracherwerb. Ein Beispiel, was ich Ihnen hier noch zeigen möchte, ist aus eigener Beobachtung Leonard abgeholt. Das ist eines, das wir in den Kindertagesstätten beobachtet haben, in denen unsere Kinder sind. Und es ist vollkommen unklar zunächst, wie das Ganze konstruktional funktioniert. Die Äußerungssituation ist, älter kommt, wird von Kindern entdeckt, zugeordnet und dann geht es darum, wer als Erster ruft, wessen Kind gerade abgeholt wird oder welches Kind gerade abgeholt wird. In dem Fall ruft dann ein anderes Kind Leonard abgeholt, im Sinne von, ich habe es zuerst gesehen, dein Vater, deine Mutter sind da und du darfst nach Hause gehen. Interessanterweise benutzen das auch die Erzieherinnen, die in der Kita sind und auch Eltern, ja, adaptieren dieses Muster, das von Kindern eingesetzt wird. Was allerdings, und jetzt blicken wir schon mal in Richtung ein bisschen eine Konstruktionsgrammatik, was damit gemeint sein könnte, ist, dass es irgendwie dass wir haben eine faktisch eine verblos realisierte Konstruktion,
die ein Objekt beinhaltet qualitativ, und dieses Objekt ist bezeichnet eine Entität, in dem Fall Leonard. Und bei dem Qualitativ handelt es sich um einen Post-State, also das heißt, dass etwas gerade abgeschlossen ist, abgeholt im Sinne von, er ist jetzt schon auf dem Weg nach Hause. In dem Moment, in dem ein Älterer identifiziert wird, gilt ein Kind als abgeholt. Und es ist aber nicht klar, ob dem dahinter eine Konstruktion mit Sein als Basis dient, also eine Konstruktion der Askription, der Eigenschaftszuweisung im Sinne von Leonard ist abgeholt, oder ob eine Konstruktion dahinter liegt, die mit Werden realisiert wird, mit einem Post-State, also einem angenommenen Post-State, wird abgeholt. Allerdings äußern wird diese Konstruktion schon von Kindern geäußert im Alter von 2 bis 3 Jahren. Das bedeutet, dass sie eigentlich über eine Faktizität markierende Konstruktion mit Werden im Sprachgebrauch noch nicht verfügen. Und tatsächlich wird wahrscheinlich, haben wir es hier mit sowas wie einer Protoaskription zu tun, die auf einen Status abzielt und eine Eigenschaftszuweisung. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal glücklicherweise das Beispiel gehört, Henrike, du bist abgeholt, und das ist die Bestätigung. Da haben wir dann schon das voll ausgebaute Syntagma von Max im Alter von 5 Jahren und 4 Monaten, die darauf hinweisen, dass dem Ganzen eine Protoaskription zugrunde lag, nämlich eine Askription der Eigenschaftszuweisung mit Sein. Also Henrike, Leonard ist abgeholt im Sinne einer Eigenschaftszuweisung. Das nur ein erstes Beispiel. Ein zweites Beispiel, das ebenfalls sehr interessant ist in dem Kontext, ist das Erlernen komplexer Modalkonstruktion. Hier von Franziska Semken in ihrer DIS 2018, die sich mit den im kindlichen Erstspracherwerb mit wollen, mögen, möchten, müssen, können, sollen und dürfen auseinandergesetzt hat und brauchen und gezeigt hat, wie und von welchen Konstruktionsklassen aus bestimmte sprachliche Erwerbsstrategien erfolgen. Hier nur exemplarisch, dass es natürlich erstmal individuell ist, welches Kind in welchem Alter welche Modalverben oder Modalkonstruktionen benutzt. Und dann auch hier noch einmal dargestellt, wie sich der Spracherwerbsprozess bei Leo, Caroline und Lilly darstellt, im Hinblick auf die ersten Verwendungszeitpunkte. Und sehr interessant ist, dass zum Beispiel so etwas wie brauchen und dürfen relativ weit am Anfang steht, während Konstruktion mit sollen relativ weit etwas später erlernt werden. Und Sie sehen aber auch, dass sich die Spracherwerbsprozesse bei allen dreien unterscheiden, sowohl vom Alter her, also dass Sie das erste Mal verwenden, als auch von der Reihenfolge her, wie Sie bestimmte Dinge das erste Mal realisieren. Und das hängt natürlich auch sehr vom sprachlichen Input und vom sprachlichen Umfeld ab. Allerdings nicht nur. Wenn Sie sich dafür interessieren, darf ich Ihnen die DIS von Franziska Semken empfehlen und würde für heute mit diesem Thema des Erstspracherwerbs oder des Spracherwerbs schließen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Einblick bekommen in sowohl ganz kurz das Thema der Embodied Syntax als auch das des kindlichen Spracherwerbs. In der Seminardiskussion werden wir uns beschäftigen mit den Fragen, wie Sie dieses Thema perspektivieren können, hin auf einen eigenen Gegenstand. Das hängt natürlich sehr davon ab, ob Sie eigenes Sprachgebrauchsmaterial von Kindern zur Verfügung haben für die eigene Untersuchung. Andererseits ist es so, dass es sehr gute erste Studien gibt, an denen sich weiterarbeiten ließe. Und was ich heute überhaupt nicht angesprochen habe, ist das Thema des Zweitspracherwerbs. Auch da gibt es mittlerweile erste konstruktionsgrammatische Studien, die sich damit auseinandersetzen. In diesem Sinne gibt es viel zu tun und ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihren Input und gleich auf die Diskussionen mit Ihnen. Also, bis dann, Ihr Alexander Lasch. Ja, links verlinkt ist der Hinweis auf die Playlist des Seminars, darunter noch ein Video aus dem restlichen Portfolio, je nachdem, was Sie sonst bisher auf diesem Kanal angesehen haben.
Und damit bin ich mit dem kurzen Hinweis raus. Wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie hier gerne, liken Sie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.